Die medizinische Versorgung in Deutschland hat traditionell einen guten Ruf. Aber immer häufiger werden Patienten Leistungen und Medikamente vorenthalten, weil die gesetzlichen Krankenkassen sie nicht mehr bezahlen. Wird dem Kassenpatienten die bestmögliche Versorgung verwehrt, ohne dass er es merkt? Gibt es wirklich eine Zweiklassenmedizin in Deutschland? Macht es beim Arztbesuch einen Unterschied, ob man gesetzlich oder privat versichert ist? Ich werde Patienten und Ärzte über ihre Erfahrungen befragen. Die Kölner Journalistin Sibylle Herbert weiß aus eigener Erfahrung, dass Kassenpatienten anders behandelt werden als Privatpatienten. Nachdem bei ihr eine Krebserkrankung diagnostiziert worden war, musste sie feststellen, dass sie länger als Privatpatienten auf Termine bei Fachärzten warten musste. Bei einem Krebsspezialisten eines staatlichen Krankenhauses bekam sie sogar erst einmal gar keinen Behandlungstermin. Es gab jetzt vor kurzem zum Beispiel die Situation, dass ich einen Termin beim Spezialisten brauche. Und das werden ganz viele Kassenpatienten eben kennen. Da bekommen sie überhaupt keinen Termin. Der hat zwar diese Sprechstunde in seiner normalen Arbeitszeit als Angestellter, aber als Kassenpatient haben sie da keinen Zugang. Das heißt, ich bin da als Selbstzahler hingegangen. Die Rechnung werde ich noch kriegen. Mal gucken, wie hoch sie ist. Was eigentlich zeigt, es ist so eine Form von Gesundheitsdarwinismus inzwischen da. Das heißt, derjenige, der sich durchsetzen kann, der Beziehungen hat, der Geld hat, der kriegt dann doch irgendwie es zustande, dass er das bekommt, was er eben braucht. Diejenigen, die das nicht haben, sehen dann unter Umständen alt aus. Und das nicht nur, wenn es darum geht, einen Termin zu bekommen. Bestimmte Untersuchungen, Medikamente und Therapien, die Privatversicherten gewährt werden, sind für gesetzlich Versicherte inzwischen tabu. Ich will herausfinden, ob Ärzte tatsächlich auf sinnvolle medizinische Leistungen verzichten, weil diese zu teuer sind. Der Kölner Krebsspezialist Dr. Stefan Schmitz kennt genau dieses Problem. Ohne dass das System transparent wäre, dass das der Fall ist. Das System der heimlichen Rationierung durch verschiedene Instrumente soll natürlich dazu führen, dass auch die Ärzte auf die Dauer sozusagen die Schere im Kopf machen und vielleicht bestimmte Dinge auch dann schon gar nicht mehr ansprechen beim Patienten. Ein Beispiel. Bei seinem Krebspatienten Karl-Josef Bergers stellte Dr. Schmitz bei einem Bluttest fest, dass irgendwo im Körper des Patienten ein Tumor wuchs. Alle gängigen Untersuchungen waren erfolglos. Es blieb nur noch das Diagnoseverfahren PET, das die gesetzlichen Kassen aber nicht bezahlen. Wir haben gesagt, mit Absprache mit dem Patienten, wir machen das trotzdem. Warum haben wir das gesagt? Weil wir hatten die Idee, wenn wir hier ein oder zwei Metastasen finden, die Ursache für den Tumormarker sind, dann kann man das nochmal operieren. Das neue Diagnoseverfahren PET, die Positronenemissionstomographie, kann Tumorzellen präzise diagnostizieren. So konnte in der Leber des Patienten ein Tumor entdeckt und erfolgreich operativ entfernt werden. Und der Patient lebt heute noch mit seiner Erkrankung, aber er lebt heute noch und gut. Die PET hat Karl-Josef Bergers das Leben gerettet. Doch seine Krankenkasse weigerte sich, die Kosten der Untersuchung von 1.300 Euro zu übernehmen, obwohl private Krankenkassen die PET bezahlen und sie in fast allen europäischen Ländern zum Standard gehört. Geht das so und nicht weiter? Ihr sollt nicht verschreiben oder wie wird das kommuniziert? Nein, das wird in der Regel so kommuniziert, dass bei den Kassenärzten ein Druckmittel ausgeübt wird. Das ist nämlich, man stellt einen Antrag auf Regress. Das wurde im Jahr 2001 dann in vielen Regionen gemacht. Regress heißt, dass der Arzt sozusagen in Haftung genommen werden soll und die Kosten für das Medikament, was der Patient bekommen hat, der Krankenkasse zurückerstatten soll. Und das sind bei Krebsmedikamenten viele tausend Euro. Und das ist, können Sie sich vorstellen, hat schon ein erhebliches Einschüchterungspotenzial.